ganz egal, was vor mir liegt. Ich gehe meinen Weg. Ich hab den Mut, ich halte durch. Streife durch das Land. Ich werde siegen, ich hab die Macht. Ich halte Pokéball in meiner Hand. Wo war das, glaubst du? Geradeaus. Ich habe gerade ein krasses Crossfit gefangen. Ich dachte zuerst, das wäre 100%, aber ich war zu krass gehypt, weil ich einen krass Fan getroffen habe. Ja, dazu mehr noch. Also das Crossfit hatte ATK, Defense und HP, aber nur das zweitbeste, habe ich beim zweiten Mal dann gesehen. Ich habe in die Gruppe geschrieben, war ich dann so direkt, ich komme gleich wegen dem Crossfit. Ich war echt zufällig in der Nähe, ich hatte so echt so ein Gefühl. Ich hab's auch bekommen. Servus Leute, Kommunikation ist das Wichtigste. Ich war zufällig in der Nähe, Odeonsplatz ausgestiegen, Hofgarten. 670er Quaps. Mit krassen IVs. IVs, genau. Der müsste 95, 96, 96 oder 93 haben, IV ungefähr. Hypervalbäre. Oh mein Gott, ich hab's. Die Leiste muss echt krass am Ende sein. Auch wenn er so hohe IVs hat. Alter, schau mal an, Mann. Ja. Und obwohl er so hohe IVs hat. Weil wenn er niedrig hat, ist er ja noch mehr am Ende. Endheftig. Das kann alles, KP, Angriff, Verteidigung. Ja, Mann, zweitbeste. Trotzdem, der ist überkrass. Oh, noch ein Dodo. Noch ein Dodo. Irgendwo ist Sighting. Hofgarten enttäuscht echt nie. Ja, man, Hofgarten ist echt krass. Jetzt verstehe ich echt toll. Hier sind zwar keine Stops und so, aber hier kommt, spawnt ganz ja alles. Okay, ich zapf dich noch zwei Stück. Noch ein Dodo und seid. Und dick da. Und dick da auch. Ja, komm, gib uns. War gesprochen auch noch ein dick da. Noch sechs dick das. Zwei Dodos. Fängt an zu hageln. Echt unglaublich. Drei Dodos in fünf Minuten. Ja, das haben viele Dodri noch nicht. War gespielt nicht lang herum. Direkt Berge und Hypo. Ja. Keine Fax. Ich muss einen Shoutout ausrichten. Rot wird jetzt halt krass bekämpft. Das werde ich jetzt in jedem Video machen. Vielleicht wird es irgendwann nerven, aber ich muss sagen: Steinlinger, Team Rot. Falls du irgendwo draußen bist, du bist irgendwo in meiner Gegend, nimmst du mal Arena ein, dann folge ich dir oder manchmal nehme ich einen und dann bist du gleich hinter mir. Ich habe dich noch nie gesehen. Und Datenträger auch, Steinlinger Datenträger. Wir müssen Kontakt aufnehmen und zusammen Arena-Tun machen. Das ist echt kein Spaß. Meldet euch, falls ihr das schaut, unten in die Kommentare oder an unsere Facebook-Seite. Hast du ihn? Ja, da ist ein Cover da, deswegen, das muss ich noch nehmen. Ich auch. Hoffentlich ist es XL. Ja, Medaillen. Nein, hier ist Dodo. Ja, den meine ich auch. Oh mein Gott, Alter. Okay. Schock. Oh mein Gott, XS ist der. Vier Dodos in 10 Minuten. Letztes Mal waren wir eineinhalb Stunden hatten, vier Stück. Ja. Man muss auch echt auch ein bisschen Glück haben bei den Nestern. Das Material habt ihr nicht zu Gesicht bekommen. Du musst es nicht hochladen. Oder hast du nicht aufgenommen? Ich habe nicht aufgenommen, Mann. Das war echt leidend, Mann. Das war todeskrank. Perfekt, ich hab Dodri. Hast du Dodri jetzt? Ja, genau, 50 Baum. Oh Gott. Kannst du einen entwickeln jetzt? Ja. Für die Kamera. Soll ich machen?
Eigentlich will ich es zu Hause zünden mit Glücksei. Oh mein Gott, okay. Sorry Leute, ich hink hinterher, hinter Hong und Tati. Die sind zweieinhalb Level über mir. Die zählen echt jeder Erfahrungspunkt. Jagd geht weiter. Bagisch hat zwar sein Dotri jetzt, aber Dick, da fehlt ihm noch Dick 3. Dann noch Sand, dann auch noch. Also dieser Park hier über uns soll doch eigentlich ein Dickdarnis sein, oder? Ja, genau. Wir hatten nur einmal eins, aber es ist eher, glaube ich, so spawn. Da gehen wir dann mal hoch. Da nicht mehr bei Settings, aber man weiß nicht, ob es nicht mehr in der Nähe ist oder einfach zu viele Pokémon da sind. Ja, genau. Es sind über 9. Ja, es kommt ganz viele. Ja. Bagisch hat den gefunden, direkt wieder Berge, Hyperball. Ja, machen auch, wenn er nur 37 WP. Saftig, richtig saftig, Alter. Wie viel brauchst du noch von Dick da? Warte, ich glaube 5 Stück noch. Oh mein Gott. 5, aber dann fehlt mir noch ein Bonbon. 3 Kilometer gehen. So, gehen wir wieder hochgehabt. Eine Ehrenrunde, dann gehe ich wieder. Das war der kürzeste Pokémon-Ausflug. Aber es hat sich gelohnt. Ja, Mann, das war das effektivste von allen bis jetzt. So eine kurze Zeit. Magnetilo spawnen wieder ein viel in der Stadt, gell? Ja, Mann. Richtig gut. Ich hab fast Silberball. Ja, wir fehlen noch 10 Stück oder so. 10 Magnetilo. Wie sind wir? Kein Kommentar. Oh mein Gott, einer oder zwei. Wie viel? Weil Hong ist so ein Spieler, er sagt nicht, es gibt ja die Angebe und so wie ich, so ein bisschen, hey, ich hab das, ich hab Brown noch so viel. Hong sagt nichts, einfach nur nichts. Wir schauen, auf einmal ist der Level End hoch, er ist so Platz 1 vom Level her. Medaillen hat er schon Gold beim Kämpfen voll. Also es gibt echt verschiedene Typen. Thank you, mein Gott. Das ist der Hofgarten. Dick da ist Dodus zurzeit. Ist auch ein Pinsir wieder angezeigt. Das ist ein Pinsir-Spawn, zu dem gehen wir jetzt kurz noch. Ja. Euch hat Tati gestern ernst gedisst. Er hat mit seinen Pinsirs angegeben. Also ich hatte 5 Pinsirs in 10 Minuten. Das ist ja voll irrelevant. Das ist so, wenn ich sage, hey, ich habe hier 15 Habitats auf einem Fleck, das bringt halt nichts. Keine Entwicklung, es hat eine Mega. Und wenn er es kriegt, kriegt er es in 7-8 Jahren. Der letzten Generation. Das war halt nicht böse gemeint. Sorry, Tati, gell? Falls du das hier siehst. Wir sind kurz vor dem Ende von der letzten Runde von Bagisch. Da taucht wieder Dick da auf. Alter, man kann nicht gehen, Mann. Was soll ich machen? Ich bin tot fertig, aber es erscheint wieder. Das reicht. Oh mein Gott, da war ein Dratini! Wo? Oh mein Gott, dreh dich doch! Hier! Ich weiß, wo das ist. Wo, hier? Ja, hier oben. Oh mein Gott, deine Scott, oder was?
Echt jetzt? Ja, er ist vorbeigelaufen, ich wollte draufklicken, dann da, schau. Auf Sightings. Oh mein Gott. Richtig krass. Alter Handkrank. Okay, es wäre jetzt saftig, wenn das genau ein gutes Ratin ist, damit sie auch entwickeln kann. Das ist einfach nur hier lang. Ne, hier ist es schon. Also bei mir. Schon. Neben dem Stop, neben dem Kopfsel. Oh mein Gott, das ist. Hast du es? 173. Okay, egal. 4 Bomben muss noch. Ihr seht, Hofgarten echt zu krass. Der ist echt zu krass, Mann. Ja, ich hab's. Jo. Guter Scout-Hog. So krass, dass einfach rumläuft, einfach Dratini. Boah, 10. Der ist extrem wichtig. Dieses Bubble Strat, das ist krass, Mann. Das ist der schnellste Weg, um Arenen aufzuleveln und Erfahrungspunkte zu sammeln. Wenn er Kratzer hat, das wäre perfekt. Hat der Scratch. Oh mein Gott. Machteil, Favorit, vertrau mir. Der, du brauchst einen Dicta, dann stellst du einen mit 20 rein, dann hat er doppelt so viel. Mit Blubber. Blubber ist die langsamste Attacke. Dicta kommt rein, macht so oft Kratzer, bevor überhaupt Blubber ankommt. Das werden wir demnächst auch noch ausprobieren. Ja, das wird echt, das kennen nur die wenigsten wirklich. Aber Bargisch muss ihn erstmal fangen. Oh mein Gott, wenn ich den jetzt nicht. Fuck, nicht großartig. Ja, den müsste ich haben. Oh, wieder perfekt. Das wird richtig heftig einfach. Hier noch perfekt Kratzer hat. Das war's von Hofgarten / Finanzgarten heute, spontane Folge. Ja, ich schaue jetzt kurz auf Bordeauxplatz vorbei mit Tati. Mal schauen, was dort abgeht. Direkt zum Ostbahnhof. Ciao, Bargisch. Guter Scout, gute Information. Ciao. Ich habe mich gerade von Bargisch verabschiedet. War schon im Bus Richtung Bordeauxplatz, Tati treffen. Dann sehe ich auf Sightings ein Garados. Hofgarten echt zu krass. Ich bin direkt ausgestiegen. Hier ist es. Oh mein Gott. Aber keine Ahnung, wo es ist. Schauen wir mal. Oh, der Tati ist jetzt auch da, Hofgarten. Eigentlich schaut er da nie vorbei. Ja, ich bin gerade mit der Oma gekommen. Auto schnell am Ding gelassen. Ja. Am Bordeauxplatz und jetzt gleich. Oh mein Gott, er hat gehört Garados hier. Direkt gekommen. Aber nicht gefunden. Nee, leider nicht, Mann. Schade. Aber dafür noch mehr Dodos. Dodos bräuchte ich keine. So, das war's. Das waren Tatis Eier, die sind auf dem Weg zum Bordeauxplatz jetzt geschlüpft. Wir gehen jetzt dahin, ihr habt's gesehen, Hofgarten waren wir, wegen dem Garados. Bin ich zurückgegangen, Tati ist auch gekommen. Aber leider nicht gefunden, Leute. Da haben wir jetzt eine Zeit lang gechillt, dann sind wir noch, also zu Fuß jetzt zum Bordeauxplatz zurück. Durch den Friedensengel, durch dieses, was früher der Owainest war, das Owainest. Wir waren mit einer Zuschauerin unterwegs, deswegen haben wir auch nicht alles gefilmt. Ja, Mann. Aber war cool. Einer unserer ersten Fans, sozusagen. Schauen wir mal. Ja, weitere sollen folgen natürlich. So ist es. Wir versuchen immer up to date zu sein für euch, ja. Euch ein paar Sachen zu sagen. Ich meine, klar, gibt es viele YouTuber oder Pokémon-Tuber. Ja, aber wir sind halt die geilsten, wie immer. Ne? Und ja. Ihr wisst Bescheid, schaut es uns an, ja. Ihr habt Tati gehört, danke fürs Zuschauen. Checkt noch unsere anderen Videos ab und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und jetzt habe ich noch ein Dodo für euch. Ich habe eigentlich schon genug. Bargisch hat jetzt endlich auch genug. Hofgarten, wie ihr seht, echt krass, da gibt's alles. Hier das Dodri für euch. Schaut im Hofgarten vorbei, wir sind da öfters. Und vergesst nicht, Pokémon is your business.